Das sind Karin und Philippa. Hallo. Die beiden würden mich freundlicherweise für Schülerladen vertreten, bis ich jemanden... Bis jemand richtigen gefunden hat. Na, ihr? Wollen wir vielleicht gemeinsam was spielen? Oh, Entschuldigung, das nervt total. Das ist deins. Nur alte Leute haben hier, in denen ich auf Stumm. Karin hat mir von eurer Schnapsidee erzählt. Das ist wieder mal so typisch ihr. Ich habe eine Zusatzaufgabe. Es geht um Müll und... Was heißt Zusatzaufgabe? Dass wir die machen können, aber nicht müssen. Hä? Ja, dann machst du doch nicht. Hä, aber ich wollte doch... Lass dich nicht verarschen. Mit Zusatzaufgaben fängt's an und später sind es dann unbezahlte Überstunden. Das hier ist eine Hausaufgabenhilfe. Das habe ich nicht jetzt gemacht. Nichts. Das ist es ja. Ist immer alles wichtiger genommen als die Schule. Aber den Laden hier, den führst du nicht so laissez-faire. Los, alter Reitermann, helf mir bei Bio. Hilf, lern erstmal Deutsch. Nein, erst Bio. Und was ist das hier? Keine Ahnung, die Nabelschnur. Das ist der Dünndarm. Wieso schreien Sie meine Nichte so an? Haben Sie eine Wette verloren oder leisten Sie Ihre Sozialstunde? Warum ist es dir nicht egal, was er über dich denkt? Ich werde mich sowas von nett und tolerant um seine Nichte kümmern, der wird sich umschauen. Weißt du, wo die Algebra herkommt? Aus deiner Heimat. Aus Bottrop? Ja. Wir verkuppeln Gerhard und Aiden. Gut, dann machen wir eine Party. Wir lassen die Sau raus. Nimmst du bitte die Schuhe darunter? Ist eine gute Mutter. Wir müssen dankbar sein für diese Menschen, die nicht so sind wie wir. Denn sie sind unersetzlich. Ich lieg auf Salzstangen. Ich in einem Dilemma. Das ist das Leben. Und wen wollen wir noch einladen? Was ist mit Horst? Horst ist tot. Ach, je wirklich? Marlies? Reha. Norbert? AfD. Aber merkt man's?